So, hallo, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Jahr wieder am Advent of Code teilzunehmen. Mal sehen, wie viele Tage ich dieses Jahr durchhalte. Letztes Jahr habe ich das schon mal mitgemacht, habe dann festgestellt, dass das doch recht aufwendig ist, zeitaufwendig, und habe dann irgendwann abgebrochen. Hat allerdings Spaß gemacht, solange wie ich es gemacht habe. Ich werde es dieses Jahr wieder versuchen und mal gucken, wie weit ich komme. Dieses Jahr werde ich es mit Python versuchen, und mal gucken, ob mir Python da vielleicht ein bisschen Arbeit abnimmt. C++ letztes Jahr war schon recht aufwendig. Python ist für mich allerdings auch ja, relativ neu. Ich bin jetzt nicht so versiert im Python-Programmieren, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, auf der rechten Seite könnt ihr die Advent of Code-Webseite sehen. Ich habe mich schon eingeloggt. Das nächste Rätsel wird in 7,5 Stunden veröffentlicht. Ich fange jetzt gerade mit dem ersten Rätsel an und lese hier mal rein. Also, Tag 1, Kalorien zählen. Okay, sind das Rentiere? Brauchen natürlich Rentierfutter. Und die brauchen magische Energie, bla bla bla. Ich muss wieder Sterne sammeln. Die diesmal tief im Dschungel wachsen. Letztes Jahr war es irgendwie so eine Tiefsee-Expedition, die war ganz cool, wo man dann so mit U-Booten irgendwie durch irgendwelche Unterwasserhöhlen getaucht ist. Dieses Jahr sieht es also so aus, als ob es irgendwie in den Dschungel geht. So, die Elfen sind wieder mitgekommen und haben den coolen Groove mitgebracht, okay. Entschuldigt bitte, ich habe ein bisschen Husten. Ich habe mich dazu entschieden, das Husten einfach drin zu lassen und nicht rauszuschneiden. Hört einfach weg, wenn ich huste. Bis zum 25. Dezember geht es. Mal sehen, ich habe schon zwischendurch ein paar Tage rausgefunden, wo ich wenig Zeit haben werde, das zu machen. Gerade so an dem Wochenende vom 16., 17., 18. Dezember, da bin ich unterwegs. Da muss ich mal gucken, wie ich da dazu komme. Okay, wie immer, möglichst viele Sterne sammeln, um die Puzzles zu lösen. Jeden Tag gibt es zwei Puzzle. Das zweite wird freigeschaltet, wenn man das erste gemacht hat. Und jedes Puzzle gibt einen Stern. Okay, hier steht. Okay, der Dschungel ist durchgewachsen und es ist ziemlich schwer da zu navigieren, wenn ich da von der Luft komme. Deswegen, okay, sind die Elfen diesmal in ihrer Expedition zu Fuß unterwegs. Ja, mein Schiff landet und die Elfen, die gucken erstmal ihren Inventar an und was sie so mitgenommen haben. Okay. Also, sie haben Essen mitgenommen und ganz wichtig sind die Kalorien von dem Essen, die jeder Elf mit sich rumträgt. Also, Calories. Das hier weiß gedruckt, das ist irgendwie wichtig. Das ist meine Puzzle-Eingabe, meine Rätseleingabe. Die Elfen schreiben die Kalorien auf, die ihre verschiedenen Mahlzeiten, Snacks und Rationen und so weiter mitbringen. Jedes Item, was mitbringen, also jedes Lebensmittel, jeder Snack und jede Mahlzeit, steht in einer Zeile. Hier, das sind dann die Kalorien für ein Lebensmittel. Und zwischen den Elfen ist noch mal eine Leerzeile. So. Also, das hier ist jetzt eine Liste als Beispielliste für 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Elfen. Und die werden einfach zusammenaddiert. Okay, also der erste Elf trägt 1000 plus 2000 plus 3000, das sind 6000 Kalorien. Der zweite trägt 4000 Kalorien, dann 11.000 Kalorien und so weiter. So, jetzt haben wir hier 7.000, 8.000, 9.000. Das sind 17.000, das sind 24.000 Kalorien. Bam, bam, bam. Ja, hier steht es genau, 24.000 Kalorien. Wenn die Elfen hungrig werden und einen extra Snack brauchen, dann müssen sie fragen, okay, welcher Elf hat das meiste zu essen dabei? Und der mit den meisten Kalorien, in dem Beispiel 24.000, das ist dann der vierte Elf. Und ich soll rauskriegen, ja, welcher Elf die meisten Kalorien hat. Okay. Also hier links neues Projekt angeordnet. Ich mache mal hier Tag 1. Calories.
So, als Eingabe mache ich mal Input Data. Hier schreibe ich mir den Kram erstmal rein. So wie er hier kommt. Und lese das erstmal aus. Moment, das nenne ich Example. Data, das kommt hier in meinen Ordner rein. Jo, ich will das dahin verschieben. Dann will ich hier ein neues Ding machen. Day One wird ein Python-File umbenennen. So, jetzt mache ich hier mal Python print day one calories. So, mal gucken, ob das jetzt direkt klappt. So, ich gehe meinen richtigen Ordner. Da ist mein Tag 1 Python-Skript. So, Python 3, Day 1. Okay, das steht schon mal da. So. Wie kriege ich es jetzt hin, in Python-Dateien einzulesen? Frag mal einfach mal Google. Python 3, Open Text File, Line by Line, Read Text File, Line by Line, Geeks for Geeks, was haben wir hier? Bam, 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 bam. Wir öffnen das File. Nee, schreiben wollen wir nicht. Wir wollen lesen. Lesen. Read Lines. Das hier unten sieht doch gut aus. Okay, also ich lade die Dateien ein. Meine Datei heißt example.data. Das Ding wird gelesen. Lines ist gleich File. Wir haben nur ein File. File read lines. Dann geben wir hier alle Lines aus und printen die mal. Mal gucken. Okay, also wir iterieren über alle Lines, die wir hier eingelesen haben. Das Ding sollte, wieso ist dann hier Groß- und Kleinschreibung die ganze Zeit gewechselt? Das Ding. So, Lines, was beschwert das sich hier? Invalid Character. Ah ja, okay, Copy-Paste Charakter hier, Zeilenumbrüche. Das. So, jetzt hat er das. So, mal gucken, ob er unsere Daten jetzt einliest. Ja, das ist das. Sehr schön. Jetzt habe ich hier einen String. So, wie kann ich jetzt einen String in Integer umwandeln? Python String to Integer. Bam, bam, bam. Convert String to Integer. Schauen wir mal. Bam, Hello World. Number. Bla, bla, bla. How to convert to String to an Integer. Hier haben wir es doch. Print 7. Das ist ein Integer. Das ist auch das. Int hier, Integer und dann Carsten. Das könnte funktionieren. So, schauen wir mal. Okay. Number ist gleich Int. Und dann geben wir unsere Line rein. Und dann geben wir mal hier Number aus. Und jetzt sollten das theoretisch Zahlen sein. Okay, jetzt hatte ich einen Invalid Character. Okay, weiter steht ein Zeilenumbruch. Das ist eine leere Zeile. Das ist gut. Dann sehe ich schon mal, dass er dass er die richtig konvertiert hat. Also das sind dann offensichtlich Ints. Die nächste Zeile konnte er nicht konvertieren. Mal gucken. Da muss ich mit dem Zeilenumbruch irgendwie umgehen. Okay, if keine Ahnung. Nein, ist gleich, kann ich das so hier machen? Then print found line break. Continue. Geht das? Und also, wenn er den line break gefunden hat, dann zeigt er mir das hier an und in allen anderen Fällen schreibt er den Kram erstmal aus. Okay, found line break hat funktioniert. Das. Okay. Sieht aus, als ob er die Daten einliest. Jetzt müssen wir sie noch aufsummieren.
ich mache mal hier auch den Count Line Breaks. Das mache ich immer zur Sicherheit. Count Line Breaks. Die Dinger zähle ich einfach mal mit, um so am Ende mal zu gucken, ob das richtig funktioniert hat. Was ist aber schwer, dass ich hier? Geht das nicht? Expected Expression. Geht der Post-Increment in Python nicht? Non-existent pre-increment. Bam, bam, bam. Was sagt er denn hier? Die Rule. Ba, ba, ba. Ah, warte mal, wir fragen mal Google. Python. Post-increment. Geht das? Stack Overflow, was sagen die denn? Okay, plus plus minus minus existiert in Python nicht. Haha, ist ja interessant. Oh, dann machen wir das hier. So hier. Zack, den nehmen wir. Okay. Python plus ist gleich 1. So. Increment geht. Dann schreiben wir unten noch print. Found plup string line breaks found, dann zeigt mir die Nummer an plus line breaks. So, jetzt kann ich mir nämlich hier anzeigen lassen, wie viele line breaks der gefunden hat. Nee, kann ich nicht. Line break is not defined, ja klar, weil ich es umbenannt habe, deswegen. So, hat 4 Line Breaks gefunden und jetzt kann ich mich hier in meine Example Data reingehen und mal gucken, wo ich das Ding hier finden kann. Reguläre Ausdrücke. Ach so, jetzt hatte ich hier hinten auch immer noch die Line Breaks mit drin. Wir machen das ganze Bot. Moment. Das da. Was hatte ich hier hinten noch? Wieso findet er die hier nicht? Nee. Bam, bam, bam. Wir zählen die normalen Lines auch mit. Nee, zählen wir nicht. Okay, ist egal. Vielleicht brauche ich das gar nicht. Schauen wir später nochmal. 13 Line Breaks. Bam, bam, bam. Damit, ich wollte es gerne so machen, dass ich die Elfen zählen kann. Einfach so. Kann ich das hier einfach alles markieren? Lines. Cursor to end of lines. Jetzt mache ich hier eine Leerzeile. Und jetzt mache ich das so und sage jetzt, dass er das ganze Wort nehmen soll. Jetzt schluckt er das irgendwie. Jetzt hat er zwar nicht die Zeilen, die ich möchte, aber die nächsten Zeilen. Okay. Also ich habe jetzt einfach noch überall eine Leerzeile rangemacht. Ein Leerzeichen. Und dann kann ich die Linebreaks zählen. Und dann habe ich jetzt hier 1, 2, 3, 4 Elfen und der fünfte steht ganz unten. Das kann ich nutzen, um zu checken, ob das Auslesen der Daten richtig funktioniert hat. So, wenn ich jetzt auf Speichern klicke, dann macht er die Trailing Whitespaces natürlich hier weg. Dann funktioniert es nicht mehr. Das heißt, hier muss ich ohne Trailing Whitespaces löschen zu speichern. So, was haben wir denn hier? Also, read lines. Und dann müssen wir die noch addieren. So, wenn das keine... Wenn das eine neue Line ist. So, dann machen wir hier oben... sum 11. Das sind die Kalorien, die unser 11 gerade trägt. Dann machen wir Maximum. Das aktuelle Maximum ist minus 1. So. Und Max 11 Index ist auch minus 1. So, das ist jetzt das, was wir brauchen, um das Maximum auszurechnen.
Wenn wir einen Zeilenumbruch haben, dann müssen wir die Summe mit dem Elfen quasi hier SumElf auf 0 setzen. Also hier drin steht, wie viel Kalorien der aktuelle Elf trägt. Wenn ich einen neuen Elf anfange, muss ich das natürlich auf 0 setzen. Und dann zähle ich hier noch Elf Index. Wir fangen beim 11.0 an und den müssen wir dann 1 hochsetzen. So. Dann bam bam. Also das Ding hier tritt ein. Found New Elf. Und hier haben wir Add Calories of Current Elf. So, schreibt man 11 mit F? Ja, hier steht es. 11 mit F. Okay. So, hier setzen wir die Summe der Kalorien zurück. Bam, bam, bam. Found New Elf. Klammer auf. Line Break. Bam, bam. Das ist das. So, wenn wir einen neuen Elf gefunden haben, dann checken wir, ob unser aktuelles Maximum oder ob unsere aktuelle Summe größer ist als das Maximum. If sum 11 ist größer als Maximum, dann Maximum ist gleich sum 11. Also dann ist unser neuer 11, current 11, has the most calories. Und hier machen wir Prepare Stuff for Next Elf. Das so und dann setzen wir da, 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 Maximum und den Elf-Index merken wir noch. Und Elf-Index, den müssen wir hier 1 hochzählen. Und Elf, Max Elf-Index, Max Elf, meine Güte. Index ist gleich 11 Index. So, also hier merken wir uns das neue Maximum. Hier merken wir uns den Index des aktuellen 11 mit der höchsten Zahl. Und jetzt müssen wir hier unten den Kram noch aufaddieren. Und zwar sum 11 plus ist gleich Number. So, und jetzt kommen wir hier unten. Ba, 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 found. Dingsbums Line Breaks. Auf die Line Breaks addieren wir noch einen drauf und dann haben wir hier unten die Elfen gefunden. So, print Result. So, und jetzt zeig mal an, welcher Elf hat die Maximum-Kalorien? So, 11 Max, 11 Index, has the most calories. Und zwar, da sollte Print stehen, Print Maximum. So, schauen wir mal. Also in unseren Testdaten hat der 11 0 1 2 3 die meisten Kalorien mit 24.000. Mal gucken, ob das stimmt. Okay, was steht jetzt hier da? Haben wir in klein. Ach so, weil wir das jetzt weil wir die Trailing White Spaces drin haben. Na, dann nehme ich halt einfach wieder raus. Zack. Also 11.3, wir haben 5 Elfen gefunden. 11.3 hat die meisten Kalorien mit 24.000. Sieht aus, als ob es geht. So, dann gucken wir uns mal hier den Puzzle-Input an. Ja, das ist nämlich hier eine Bazillion an Elfen, die hier irgendwas mit sich rumschleppen. Schauen wir mal. Wir markieren den ganzen Quatsch hier. Ne, wir machen das so. Schreiben das hier rein. Nehmen die letzte Zeile. So, nehmen die letzte Zeile raus und speichern das unter Input.
Data. So. Jetzt mache ich das gleich wie vorhin. Ich mache erstmal einen Cursor ans Ende der Linie. Jetzt suche ich die Zeilenumbrüche. Und jetzt sagt er mir, er hat 253 davon gefunden. Das heißt, es müssten 254 Elfen sein. Elfen. Das ist das, was er finden sollte. Und jetzt gucken wir mal, welcher von den Elfen hier das meiste hat. Ja, 254 Elfen hat er gefunden. Und Elf Nummer 35 hat die 73.211 Kalorien, die er mit sich rumschleppt. Schauen wir mal. Das Ding hier. Dann suchen wir 35. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jetzt habe ich verzählt, 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der hier sollte das sein. Das Ding hier. Was passiert, wenn ich das hier mit reinnehme? Und hier, hoppala, das Ding hier kopiere und hier ein Example Data draus mache. So, zeigt mir jetzt 73.000 an? Ne, 24.000. Habe ich gespeichert? Ja, habe ich. Okay, jetzt stimmt irgendwas nicht. Jetzt hat er 6 Elfen gefunden und 11.3 hat 24.000. Dabei sind das hier doch viel, viel mehr. Vielleicht nimmt er den letzten nicht mit rein. Ah, okay. So, habe ich mich verzählt. Könnte passen. So, 73.211. Und der letzte, wie viel hat der? Input Data. Bam, bam, bam. Wie viel hat denn der? Das könnten ein paar mehr sein. Ich mache hier unten mal zur Sicherheit noch einen ran. Weil wir haben ein Problem mit den letzten 11 auszulesen. So, 11.35. Hat das hier. Was machen wir denn? Wir machen if line ba, ba, bam. Ja, 73.000 könnte passen. 73.000. Geben wir das ein. Wir haben jetzt hier wieder nur eine Chance. Und wenn die falsch ist, dann kriegen wir Punktabzug. 73.211. So, ich gebe das Ergebnis jetzt hier ein. Mal gucken, ob das stimmt. Submit. Hat funktioniert. Wir haben den ersten goldenen Stern gekriegt. Und jetzt gehen wir zum Teil 2 des Rätsels. Also, Teil 2 ist meistens schwerer als Teil 1. Was haben wir denn hier? Das hier oben. Ich lasse den Kram mal so. Day 1. Part 1. So. Und jetzt gehen wir hier hin und speichern das nach ab unter Part 2. Gucken mal, was wir jetzt haben. Okay, also, während wir die Antwort berechnen, haben die Elfen Fragen. Okay. Der Elf, der die meisten Kalorien trägt, der hat vielleicht bald keine Snacks mehr. Achso, wir unterscheiden jetzt zwischen Snacks, Meals, also Mahlzeiten, Snacks und Rationen. Okay, es geht jetzt also um Snacks. Um das zu vermeiden, wollen Sie die Top 3 Elfen haben. Ach, okay. So, also wenn einer keine Snacks mehr hat, dann haben Sie immer noch zwei Backups.
So, die Top 3 Elfen sind oben der vierte Elf, dann der dritte Elf und der fünfte Elf mit 1000 Kalorien. Siehst du, und der fünfte Elf, das war nämlich das Problem, den haben wir nicht mitgezählt, weil irgendwie unsere letzte Zeile nicht mit reingerutscht ist. Die Summe der besten drei Elfen sind 45.000. So, ich soll die drei Top-Elfen finden, die die meisten Kalorien tragen. Und wie viel Kalorien tragen die zusammen? Okay, jetzt muss ich den ganzen Spaß einfach halt mal drei machen. Ja, dann addiere ich das einfach oder dann speichere ich die einfach alle in eine Liste rein. Sortiere die Liste. Und dann lasse ich mir die obersten drei anzeigen und addiere die zusammen. Schauen wir mal. So, wir switchen mal um zu Example Data. Input Data machen wir ganz unten 1. Example Data machen wir ganz unten. Das war hier der Kram, den ich rauskopiert habe. Hier machen wir auch eine 1 rein. Das ist das. So, Line Breaks interessieren mich jetzt nicht mehr. Elf Index interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Das heißt, den Quatsch kann ich löschen. Maximum kann ich auch rauslöschen. Max 11 Index brauche ich auch nicht mehr. Sum 11 größer Maximum interessiert mich nicht mehr. Line Breaks will ich nicht mehr wissen. Ich will eigentlich nur noch die Summe des Elfen, der Elfen wissen. Das will ich auch nicht mehr. Das brauche ich noch. Dann habe ich hier eine Liste mit Elves List ist gleich das Ding hier. Und jetzt mache ich einen Elves List Punkt Append, ein Integer Sum 11. So, dann gebe ich die alle aus. Dann zeige ich die alle an. Kann ich jetzt schon sortieren? Mal gucken, ob das geht. So, elves list.sort. Ja, das funktioniert. Ich will die reverse ist gleich true. Ich will die aufsteigend, ich will die absteigend sortiert haben. Und dann printe ich die einfach mal aus. Elves List. Schauen wir mal, was rauskommt. So. Okay, can't open file, day one, bla bla bla. Warum? Ach so, weil ich das gleich hab's umbenannt. Day one, part two. So, found six elves. Weil ich es falsch gespeichert habe. Part 2, Part 1. So, nochmal. Damn, das sind unsere ganzen Elfen mit den ganzen Zahlen. 73.000, das war das, was wir eingegeben hatten. Ja, genau. Und die anderen haben alle weniger. So, das sollte passen. Und in unserem Beispiel, Example Data. Ah, 24.000, 11.000 und 10.000. Was steht hier? 24.000, 11.000 und 10.000 zusammen addiert sind 25. Jo, das passt. Also, Input Data. Das ist das Ding. So, jetzt nehme ich mir die drei hier raus. Geht nicht. Die drei hier raus. Copy. Paste und addiere die einfach mal zusammen. Und das Ergebnis ist 213.958. Copy. So. Also, die Top 3 Elfen, die die meisten Kalorien tragen. Und die soll ich zusammen addieren. Und das sind 213. 958.
73.211, 71.575, 69.100. Okay, die zusammen addiert. 213.958, 213.958. Und bäm, hat funktioniert. Ich habe Tag 1 komplettiert. Scheren muss ich nicht. Und zurück zum Adventskalender. Bäm. So, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Mal gucken, was OBS Studio sagt. OBS Studio sagt Recording 30 Minuten. Holla, die Waldfee. Siehst du, das nimmt schon wieder Ausmaße an. Nur 30 Minuten für das erste Rätsel. Aber mal gucken, zumindest habe ich jetzt schon mal den Code, den ich morgen benutzen kann, um Dateien einzulesen. So, ich werde den Code hier in einem Git-Repo hochladen. Das Video jetzt hier zack ab zu YouTube. Und dann gucke ich mal, wann ich morgen Zeit finde, das zweite Rätsel zu machen. Ich freue mich schon drauf. Lasst mir Kommentare da, schreibt mich in Discord an, gebt mir Feedback, was auch immer. Bis dann, viel Spaß. Versucht auch euch hier mit reinzugehen. Ich schreibe es hier nochmal hin. Advent of Code. Das hier ist die Webseite. Geht dahin, meldet euch an, schnappt euch eine Programmiersprache eurer Wahl und löst die Rätsel. Viel Spaß noch, wir sehen uns. Tschüss.